herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wird es die Degusta-Box für euch geben. Ihr könnt es euch schon denken, denn der Alessandro ist wieder mit bei mir im Video und hier steht eine Box, da steht Degusta-Box drauf und deshalb heute dieses Unboxing. Wir freuen uns schon drauf, der Alessandro ist schon ganz gespannt, ob was drinnen ist, das er dann probieren kann und entschuldigt bitte, dass dieses Video ein paar Tage später kommt. Uns ist nämlich was dazwischen gekommen, aber da kommen wir dann später dazu. Wir legen jetzt mal los, wir machen die Box auf. Und ja, hier kommt uns wieder der Aufkleber entgegen mit der Gebrauchsanweisung. Hier steht nämlich drauf, erstens aufmachen, zweitens freuen und drittens genießen und teilen. Genau, das werden wir auf jeden Fall machen. Und jetzt schauen wir mal, was darin enthalten ist. Hier haben wir wieder unsere Produktkarte enthalten und ja, hier wieder zwei leckere Rezepte, Lassie. Schau mal, Spaghetti mit Schinken-Ketchup-Soße. Oh nein, auf gar keinen Fall. Also Nudeln gibt es bei uns nicht mit Ketchup. Und dann leckerer Bärenmarke Eiskaffee mit Vanilleeis. Das hört sich aber gut an. Okay, also wir legen die Produktkarte hin. Möchtest du reingreifen oder soll ich? Ich mach doch. Okay, ich mach. Dann fange ich mal hier mit an. Ah, Bärenmarke, genau, das passt ja. Genau, zu der Jahreszeit ein Eiskaffee. Total lecker, wenn man dann noch zwei Kugeln Vanilleeis reinmacht. Aber leider nichts für den Alessandro. Schade. Aber von der Firma, von der Bärenmarke, mag der Alessandro total gerne diesen Kakao, gell? Den hast du früher immer gekauft. Haben wir früher immer gekauft, genau. Von Kindergarten. Von Kindergarten, genau, stimmt. So, als nächstes haben wir hier ein Getränk. Und zwar von der Firma Rauch. Hatten wir schon mal ein Getränk drin, kann ich mich dran erinnern. Echt? Im Dezember, ja, doch. Und hier steht, ja, Make Your Day Happy Day. Okay, mit Rhabarber. Möchtest du probieren? Ja. Okay, bin ich mal gespannt. Spritz steht drauf, also mit Kohlensäure. Mhm, riecht schon mal gut. Na, dann probier mal, ob es dir schmeckt. Und? Das ist ungefähr genauso wie Apfelsaft bloß noch. Wie Apfelsaft bloß? Ja, von so einem Apfel die Schale draußen. So noch okay. Ein vom Apfel die Schale, sagt er. Mhm. Okay. Gut, was kostet das, mein Schatz? Möchtest du sagen? 99 Cent. 99 Cent, genau. Und wir haben vergessen zu sagen, was der Eiskaffee kosten würde. Der kostet 1,45 Euro. Genau, okay, gut. Dann machen wir mal weiter. Ich habe übrigens heute meine Brille auf, weil ich bin schon ziemlich fertig. Der Tag, der war sehr anstrengend. Wir filmen heute auch mal spät abends. Total ungewohnt und ich hoffe, ihr könnt mich erkennen, trotz Brille. So, als nächstes haben wir jetzt hier einen Milch-Karamell-Schokoriegel. Was würde der kosten, mein Schatz? Hier haben wir einen. Oh, der kostet 1,85. 1,85? Magst du den mal probieren? Ja. Okay, ist halt mit Karamell. Ich weiß nicht, ob dir Karamell schmeckt. Von der Firma Cavalier, sagt mir jetzt nichts, habe ich noch nie gehört. Bin ich mal gespannt, ob es dem Lassie schmeckt, aber wir haben ein Kind, dem schmeckt. Ja, was habe ich jetzt gesagt, ist drinne? Karamell. Karamell, genau, ich bin schon ganz durcheinander. Wie gesagt, es ist schon etwas spät. Und wir haben schon einiges erlebt heute. Oh, da sieht man aber ganz schön den Karamell. Könnt ihr das erkennen? Ja, wie bei Mars, ne? Da ist doch auch so viel Karamell, das kann ich nicht essen. Dir schmeckt's? Okay, na dann hau rein. Normalerweise mag ich Karamell nicht, aber eben. Das ist gut. Normalerweise mag der Alessandro nämlich kein Karamell. Eben, das wusste ich. Aber der schmeckt dir. Ah, jetzt weiß ich aber, was dir schmeckt. Da ist was enthalten, was meine Kinder sehr gerne mögen. Und zwar, wartet, ich muss die Box mal ein bisschen weiter wegstellen. Genau, Ketchup. Ketchup darf bei uns im Haus nicht fehlen, obwohl ich ja jetzt Ketchup überhaupt nicht mag. Aber bei Kindern, ne, wenn es halt mal eine Bratwurst gibt oder ja, keine Ahnung, dann essen sie mit Ketchup. Ne? Aber es gibt keine Nudeln mit Ketchup. Das geht als Italienerin gar nicht. So, also es ist Bio-Tomaten-Ketchup von der Firma Frusano. Sagt mir nichts, aber okay. Können wir auf jeden Fall was mit anfangen. Ach, genau, wir haben vergessen, den Preis zu sagen. Was kostet das, mein Schatz? 3,99 € und das ist ein Extra oder irgendwas dabei, weil hier ist auch so. Ach, das ist das sechste Produkt? Stimmt, das ist scheinbar ein Extra-Produkt. Aber 3,99 € für ein Ketchup? Also ich kaufe nicht so teuren Ketchup, aber es ist ja Bio. Okay, als nächstes haben wir die frechen Freunde, die kennen wir schon. Die Produkte kaufe ich auch immer, die gibt es auch bei DM zu kaufen. Und da gibt es auch so Drinks und ja, die sind halt für kleinere Kinder geeignet. Und das sind jetzt Apfel- und Ingwer-Kekse. Magst du einen probieren? Ja. Okay, also die schmecken mir auf jeden Fall, das weiß ich schon mal. Das ist cool. Ah, guck mal, das ist ein Apfel mit Augen drauf. Das ist ja cool.
Okay, na dann probier mal. Und ich sag, was es kostet. 59 Cent würde das kosten. Lecker. Lecker. Okay, kannst du morgen mit in die Schule nehmen, wenn du magst. Hier haben wir noch so ein Getränk von der Firma Rauch. Und zwar haben wir diesmal Maracuja-Spritz. Probieren? Ja. Zum Runterspülen vom Keks? Okay, dann ess erstmal fertig. Ich mach's auf. 99 Cent würde die Flasche kosten. Na, da habt ihr für morgen was, um mit in die Schule zu nehmen. Ja, naja, das ist so eine kleine Packung. Sind schon ein paar drin, kannst du morgen mitnehmen. Also, dann probierst du mal. Maracuja? Nicht so? Hat dir das andere besser geschmeckt? Ja, aber das schmeckt auch schon gut. Schmeckt auch schon gut? Okay, also, ihr seht, meinem Kind schmeckt's. So, dann haben wir als nächstes, upsala, was etwas Schwereres, das auch gut gesichert eingepackt ist. Und zwar, was haben wir denn hier? Eine Karottencremesuppe mit Orange, Kokos, vegan. Wow. Hier steht Wünsch dir mal. Wünsch dir mal, genau. Genau, von der Firma Wünsch dir mal. Wahnsinn, also das ist eine Suppe. Kannst du jetzt nicht probieren, aber da freue ich mich wahnsinnig drauf, denn das hört sich wirklich total gut an. Karottencremesuppe. Ich stehe total auf Suppen, allerdings jetzt nicht für die Jahreszeit. Ich finde, das passt dann doch eher für Herbst, Winter. Aber ja, dennoch, wenn es mal schnell gehen muss und ich vielleicht nicht so viel Zeit habe, mittags mal was zu kochen, werde ich das auf jeden Fall mal probieren. Finde ich ganz klasse, dass das Produkt enthalten ist, denn so kommt man halt immer auf neue Sachen bzw. lernt neue Firmen kennen. Und das ist eben das, was mir an den Boxen so gut gefällt. Was denn meine Maus? Preis. Oh ja, Preis, genau. Alessandro ist mein Aufpasser. Da gibt es aber zwei Stück. Das eine, wo wir haben, kostet ja 5,69 € und das andere 5,85 €. Genau, es gibt nämlich noch rote Linsensuppe. Genau, also es gibt zwei Versionen. Ja, cool. Da muss ich dann mal gucken, wo es das zu kaufen gibt. Wenn es uns schmeckt, werden wir auch mal die andere Version probieren. Wir lieben nämlich Linsen. So, jetzt habe ich hier das nächste Produkt. Das war auch wieder gut verpackt. Das finde ich auch immer so schön an der Degusta-Box, dass die wirklich auf ihre Produkte achten. Und jetzt haben wir hier, was haben wir denn hier? Sieht nach einem Wein aus. Süß und fruchtig deutscher Qualitätswein. Okay, cool. Was würde der kosten, mein Schatz? 3,49 €. Kann er ja, das dann natürlich gut. Leider nicht probieren. Für den Preis ist doch irgendwie. Für den Preis, ja. Müssen wir halt mal probieren. Ich trinke ja keinen Wein. Muss der Papa mal probieren, ne? So, als nächstes haben wir Energy Kaugummis. Fun Gum. Kann Alessandro nicht probieren. 79 Cent würden die kosten. Okay. Kriegt mein Mann mit ins Auto. Und dann haben wir jetzt hier noch ganz viele kleine Sachen. Das so. Müssen wir mal gucken. Und Flyer, da kommen wir gleich dazu. Genau, was sind das für Dinger, Schatz? Musst du mal gucken. Da. Bärensen Minis. Genau. Granatapfel mit leichter Schärfe. Granatapfel mit scharfer Note. Okay, also das ist was Alkoholisches, ne? Merken wir gerade. Da sind jetzt 3, 5 Stück enthalten. Eins würde kosten 49 Cent. Kann Alessandro natürlich nicht probieren, aber ich kann euch was sagen. Fällt mir gerade spontan ein. Ich fahre nämlich auf Junggesellenabschied morgen nach München und da kann ich das eigentlich mitnehmen. Also ich selbst trinke ja keinen Alkohol, aber kann ich mitnehmen, dann kann ich das den Mädels geben. Da freuen die sich. Ja, cool, habe ich ein kleines Mitbringsel noch dazu. Also ich habe ja schon Sachen, ne? So ist es nicht. Aber das kann ich mitnehmen. So, okay. Also ihr seht, die Box ist leer. Wir haben dann jetzt hier noch, wartet, ich muss die mal wegtun. So, wir haben jetzt hier noch Flyer von Mai Time. Genau, das war, glaube ich, was war das, Schatz? Mai Time. Ach ja, genau. Erhältlich bei Mai Time. Ah ja, okay, gut, jetzt verstehe ich es, dieser Wein, genau. Dann haben wir hier Frusano, diesen Flyer hier noch enthalten und hier noch einen Flyer von der Schokolade, genau, die mit Karamell enthalten war. Und freche Freunde haben wir hier noch, das finde ich auch total cool. Das können die Kinder wahrscheinlich ausmalen, denke ich mal, oder? Das ist jetzt nichts mehr für meine Kinder, aber eine schöne Idee. Hier steht noch ein Rabatt mit 20% vom Onlineshop, können wir uns mal durchlesen. Aber so im Großen und Ganzen, denke ich, sind wir wieder sehr zufrieden mit unserer Box. Ich kann immer was mit den Produkten anfangen. Ich bin total begeistert von der Degusta-Box, das wisst ihr ja auch. Und ich freue mich immer wieder, ja, wenn ich sie erhalte. Und was wegen Tagen und weil die Degusta-Box später kam. Genau. Jetzt wollten wir euch noch erzählen, warum das Video so spät kommt. Beziehungsweise warum wir es jetzt erst abgedreht haben. Der Alessandro hatte nämlich einen kleinen Unfall, also eigentlich schon einen
etwas schwereren Unfall und deshalb waren wir zwei Nächte, genau, in der Klinik. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich auch nochmal bei euch bedanken für eure Genesungswünsche. Ihr wart wirklich total herzallerliebst und habt meinem Lissandro alles, alles Gute gewünscht. Es war natürlich ein ganz schöner Schock. Ich habe auch die ganze Zeit im Krankenhaus die Kommentare gelesen. Genau. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, genau. Habt das gehört? Lissandro hat sich sehr gefreut über die Kommentare, die ihr geschrieben habt. Er hat immer schön mitgelesen und es war ganz, ganz reizend von euch. Wir hatten auch keinen Fernseher auf dem Zimmer, was in der Situation positiv war, denn wir haben ja einmal Mensch ärger nicht nach dem nächsten Mal gespielt. Ich glaube, ich habe Lissandro auch ein paar Mal abgezogen. Wie oft haben wir gespielt, Mensch ärger dich nicht? 6-7 Mal. An einem Tag, ja. Und dann am nächsten Tag ja auch nochmal. Ne? Also wir haben echt total viel Mensch ärger dich nicht gespielt, was total Billard schön war. Dabei. Und Billard war noch, also es war total viel. Wir mussten nämlich im Spielzimmer schlafen, total unglaublich. Aber und da war auch kein WLAN. Genau, wir hatten auch kein WLAN, was aber nicht schlimm war. Aber ja, wir hatten halt dann keinen Platz auf der Station. Ist aber jetzt total egal. Wir möchten uns auf jeden Fall bei euch ganz herzlich bedanken für eure lieben Wünsche. Und Alessandro eben auch, hat er ja gerade gemacht. Und deshalb kommt dieses Video etwas später. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Und in diesem Sinne, das war es jetzt auf jeden Fall mal von uns, von unserer Seite, von unserer Degusta-Box. Wir wünschen euch jetzt noch alles Gute, einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Und bis bald. Tschüss!